Hallo Leute und willkommen hier auf Leocraft zu einer neuen Folge Redstone Bunker bei The Joecraft. Also, der hat das Ganze hier erbaut, steht auch hier über meiner rechten Schulter, also bei euch im Bild links, erbaut von The Joecraft. Und heute will ich euch mal zeigen, was ich in letzter Zeit neu gemacht habe. Einmal das hier, das schauen wir uns gleich an, dann werden wir noch was machen. Zum zweiten, ja, ich habe die, Gott, das leckt noch. Normalerweise wird es besser nach einer Zeit. Ich habe einmal die Fehlermeldungen fertig gemacht. Hier einmal mit gelber und einmal mit Schwammleitung. Und dann habe ich hier eine zusätzliche Leitung gebaut, das Lapis Lazuli. Welche für das Modehaus da ist und wenn die Fackel an ist, wie sie jetzt an ist, ist das Modehaus leer und Kleidung muss erneut gecraftet werden. Das werde ich euch gleich zeigen, was das ist. Dann den kleinen Raum habe ich auch gebaut. Da kommen die fehlerhaften Minecarts raus. Dann, ja, hier diese eine Linie ist neu, die hier. Und zwar ist die dafür da, um was zu bringen, was am Ende hier unten benötigt wird. Das ist auch alles neu, wobei hier ist eine Kopie von dem System da hinten, aber nur so ungefähr. Das hier. Und zwar, nein, so. So wollen wir das. Und zwar ist das eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber nur für zugelassene Nutzer. Das heißt, man braucht hier eine spezielle Zugangskarte, die wir im Büro, das werde ich noch bauen, bekommen kann. Das wird wahrscheinlich direkt neben dem Admin-Raum sein. Das heißt, man muss sich erst bei einem der Admins melden, dass man gern diesen Job hier machen würde und dann, wenn man vertrauenswürdig ist, kriegt man die Sache, denn hier kann man eine ganze Menge Unfug machen. Zum einen mal kann man es sich leicht machen und hier dann einfach nur braune Kleidung reintun, also welche, die keine Farbe hat, oder man macht sich die Mühe, das wird hier noch hingebaut und macht noch schnell einmal Farbe drüber. Das kann man dann dem überlassen, aber wenn alles zu einseitig wird, dann werden die Karten entzogen. So, was macht man hier, wenn man hier reinkommt? Fordert man Leder an, das kommt dann hier raus. Das gibt es gratis. Aber nur für die, die Zugangskarte haben. Das kommt dann hier raus. Und ihr seht schon, da kommt ordentlich was raus. Das heißt, hier kann man auch schnell Geld verdienen. Ja. Dann craftet man sich hier seine Kleidung. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Man kann sie auch öfters craften. Wichtig ist, dass man am Ende komplette Outfits hat. Die werden dann hier eingelegt. Stiefel. Lederjacke. Helm. Dann wird hier angezeigt, wo schon Kleidung erkannt wurde. Das heißt, es fehlt noch eine Lederhose. Und dann wird alles eingesaugt und ich erhalte ein Emerald. Wahrscheinlich ist das Ding leer, oder? Ist wahrscheinlich leer, oder? Ja, ist leer. Also im Normalfall erhält man ein Emerald. Das kann ich euch gleich auch mal zeigen, nachdem ich das hier nachgefüllt habe. So, ich habe jetzt hier alles nachgecraftet, Emeralds auch nachgefüllt.
Jetzt fehlt nur noch die Lederhose. Hier ist noch nichts drinnen. Tun wir die rein. Und kriegen einen Emerald. Der kommt hier rausgeschossen. Und hier ist auch ansonsten alles leer. Denn die Sachen werden in dem Spender da hinten ausgestoßen. Und wenn sowas, so ein Spender bepowert wird, wird immer erst der erste bepowert und danach der zweite, sodass im Normalfall hier niemand rankommt. Der Rest Leder, den gibt es einfach geschenkt, den man noch hat. Man kann ihn aber auch zurückgeben oder damit den Rest Kleidung craften, denn man ist hier nicht eigentlich nicht da, um sein eigenes Zeugs hier zu craften, sondern um hier für den Laden was zu machen. Denn die Bezahlung ist hier genauso groß wie im Laden. Also man wird hier wirklich für ein Outfit kriegst du ein Emerald. Und ein Emerald kostet auch ein Outfit. So, hier fehlen die Zäune, Leitern. Ja. Und dann kommen wir noch zur letzten Sache. Na, was ist denn heute hier los? Okay, dann fliegen wir eben hoch, wenn das so nicht geht. Muss ich mich auch nochmal drum kümmern. Irgendwas leckt hier schon wieder total. Ja, nun zur dritten Sache. Das ist dieser Laden und da wollen wir heute auch noch was machen. Und zwar sind es die Bunkerwerkstätten. Hier bezahlt man eine Bunkermünze, die wird man auch noch an verschiedenen Stellen benötigen. Das ist so neben Emeralds das kleine Zahlungsmittel. Ich werde so machen, 11 Bunkermünzen sind ein Emerald wert. Boah, und so kann man das dann auch umtauschen. Hier hat man dann Öfen, ja, Zaubertische, natürlich Werkbank und alles, was man so braucht, einschließlich Enderkiste, wobei die Enderkisten hat man auch in der Suite. Ich glaube, Öfen auch. Irgendwas hat, oder was, die Werkbank? Entweder Werkbank oder Ofen hat man auch noch in der Suite im Hotel. Muss ich nachgucken. Dann kann man hier auch rausgehen. Ich habe das hier jetzt einfach viel einfacher gemacht. Einfach mit einer Eisentür. Man braucht halt etwas Talent, um da durchzukommen. So. Und wir wollen heute dieses Ding bauen nach einem komplett neuen Design, das ich mir überlegt habe, beziehungsweise jetzt gerade überlege. Und zwar, wir brauchen hier kommt alles an. Dann brauchen wir sowas. Und dann können wir hier die Sachen abtransportieren. Wir müssen messen. Es muss gemessen werden, das hier. Nein, da kann man nicht durch. Gut, dann müssen wir alles noch eins weiter nach hinten tun. Es geht auch wieder nicht so gut. Ja. So müsste es gehen, so müsste es gehen. Ja doch, wenn wir hier Trichter hinpacken und dann wenn wir die von hinten her kommen lassen. Ja, so müsste es gehen. Weil dann können wir hier, wir müssen jedenfalls hier rausnehmen, unser Signal,
hier was drinnen ist. Und zwar macht man das mit dem ganz normalen Komparator, den ich hier schon habe. So, den Aufbau kennt eigentlich jeder. Wobei der hier jetzt nicht ganz genau der gleiche ist, sondern ein etwas anderer. Denn wir brauchen nicht wie beim IMS-System eine Weiche, die geschalten wird, sondern ein Output, der gegeben wird. Wir hätten es doch anders machen können. So. So nicht, also anders. Hier die Trichterstraße hin. Und das führt dann hier rein. Wieso kommen hier manchmal zwei? Egal. So, wenn hier dieser Output erkannt wurde, das natürlich noch mit Redstone verbunden werden muss, können wir gleichzeitig versuchen, irgendwie an die Tür zu kommen. Und zwar wird diese Tür sich später genau hier befinden. Ja. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, hier eine Tür oder noch besser einen Kolben anzusteuern. Kolben ist besser, glaube ich. Ja doch, Kolben müsste besser gehen. Zack. Ja doch, auf jeden Fall ist Kolben besser. Ja. Kolben ist besser, das weiß ich jetzt schon. Den müssen wir nur noch irgendwie verbinden. Und zwar können wir, glaube ich, hier... Ja, wir können sogar hier die Verneinung abgreifen. Ne, wir vergreifen die Verneinung nicht da ab, sondern machen das hier. Und können uns dann hier Redstone reinlegen. Fährt der aus? Ja, sehr gut. Der fährt aus, das heißt, wir können hier mit einem Verstärker unser Signal reinlegen. Und dann fährt der hier aus, beziehungsweise ein, und wir kommen rein. Jo. Besser noch ist es, wenn man einen Flip-Flop hat, aber... Moment. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Das sollte reichen. Gut, wir müssen dann... Wie lange läuft die Aufnahme jetzt schon? Muss mal kurz nachgucken. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar, was noch geplant wird, beziehungsweise was noch gemacht wird, ist, ich will hier noch einen Paternosteraufzug einbauen. Also mal eine andere Aufzugart, nicht immer nur die klassische, wie man sie seit der 1.11 kennt, sondern ungefähr hier einen Paternosteraufzug einbauen. Und alle Materialien, die man hier braucht, sollen im Shop erhältlich sein, also hier unten. Das heißt, ich werde
den Laden hier vergrößern und hier noch zusätzliche Karten einbauen. So habe ich mir das gedacht. Und dann muss natürlich dieses System auch noch irgendwie vergrößert werden. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Nee, weiß ich wirklich nicht, oder? Weiß ich das schon? Schauen wir mal. Naja, nee, mit MC Edit ist es immer so eine Sache. Muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege und ja, dann hier hinten der Aufzug passt eigentlich ganz gut hin. Und dann vielleicht noch die ein oder andere Kleinigkeit irgendwo ändern. Und dann, wenn das alles gemacht ist, kann ich euch schon eine erste Beta zur Verfügung stellen. Allerdings muss ich noch vorher eine Erlaubnis dafür einholen von The Joecraft. Aber ich denke, die wird er geben. Ja doch, da bin ich zuversichtlich, dass ich die bekommen werde. Ich habe ja immer gesagt, dass das Projekt von ihm ist. Allerdings mache ich das jetzt nicht mit euch. Das mache ich alleine, weil das ein bisschen Tüftel ist. Was wir wieder zusammen machen, ist dann das Einrichten hier im Kaufhaus. Das können wir wieder zusammen machen. Hier, dass es irgendwie ein bisschen schön aussieht. Ja, doch, das ist gut. Und noch vielleicht das ein oder andere weitere Interface. Und vielleicht sogar auch noch hier die Fertigstellung der Technik. Ich sag aber jetzt zu euch Tschüss. Und zwar natürlich so, dass ihr mich auch sehen könnt. So, mal alles weg. Also macht's gut. Bis bald. Ciao.